Hallo Freunde, willkommen auf unseren Kiosk-Kanal. Heute mit mir und Pascal. Was machen wir heute eigentlich? Wir packen heute Beautyboxen und Tassen zusammen ein, weil wir hatten dafür noch nicht die passenden Kartonagen. Und jetzt sind die angekommen. Also heißt es heute verpacken und verschicken? Richtig, los geht's! Wir haben ja angefangen, unser Lager war einfach komplett leer gewesen. Wir dachten uns, ey, das ist ein riesen Lager, wir haben so viel Platz und jetzt steht ja alles voll mit... Ja, wir müssen hier heute unbedingt noch ein bisschen Ordnung machen und hier wirklich die Lebensmittel von den Papp- und Papiergedöns trennen. Es ist alles mittlerweile, das Post ist voll, wir haben Getränke, wir haben hier auch noch Post und Kram. Und es ist alles super wichtig, also wir können es nicht einfach wegschmeißen, weil wir haben dafür auch erstens Geld bezahlt und zweitens brauchen wir das zum Verkaufen. Naja, wir gucken mal, was wir heute schaffen und wir sind fleißig und probieren heute mal ein bisschen was zu sortieren. Genau. Wie viele Kunden haben wir denn, die eine Tasse bestellt haben und eine Beauty Boxen. Ja, aktuell drei. Super. Wir haben ja noch vier Beautyboxen hier oben. Dann hole ich mal drei Stück davon. Das heißt, eine Beautybox können wir eigentlich auch verkaufen heute, oder? Genau, richtig. Aber ich habe im Keller noch mehr. Ganz wichtig, wenn ihr eine Beautybox haben wollt, einfach vorbeikommen oder im Onlineshop bestellen. www.der-kiosk.de. Und was viele nicht bedenken, wenn sie sich zum Beispiel drei Boxen holen, sparen sie ja auch dreifach. Weil dann kriegen sie Artikel im Wert von 120 Euro und zahlen 60 Euro, glaube ich. Dann würde ich sogar persönlich hier vorbeikommen, um drei Beautyboxen zu kaufen, obwohl ich keine Beautybox brauche. So, los geht's. Weil du bist ja auch so schon eine Naturschönheit. Ach, Pascal, ich kann ja zurückgehen. Wir müssen mal gucken, dass das irgendwie auch nicht zu... zu wackelig ist. Ja, dass wir nicht zu viel... Dafür habe ich doch mitgedacht. Hier, ich habe Luftpolsterfolie gekauft. Ist jetzt zwar nicht viel, aber falls man mal irgendwas ausstopfen muss. Ja. Ja, wie heute zum Beispiel. Wir müssen uns mal überlegen, welchen Karton wir nehmen. Ich habe eigentlich so mittelgroße bestellt. Lass mal die hier abchecken. Die nee. Diese mittelgroße, meinst du die? Ja, das könnte passen. Und eigentlich habe ich für die Tassen selbst auch noch welche bestellt. Aber sind das die? Ich weiß es nicht. Na, was ist denn mit der, die ich hier rausgesucht habe? Was sind das? Wofür habe ich das? Ah, die sind eigentlich für die Beautyboxen ursprünglich gewesen. Das sind die reinen Beautyboxen-Pakete, weil die hier, die waren noch von mir privat zu Hause, weil wir unbedingt die ganz schnell rausschicken wollten. Was ist denn das hier? Das sind XXL-Dinger. Die großen L-Groß, genau. Warte mal, hier ist noch was. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Beautybox-Tassenverpackung. Darf ich die jetzt so verpacken, wie ich es gerne machen möchte? Ja. Also zusammenfallen. Mach. Ja? Du bist der Chef heute. Was machen wir jetzt? Wir haben gefühlt 8 Verpackungen verschieden, also 8 Verpackungsgrößen. Ja. Und keine passt. Na wieso? Wir nehmen jetzt einfach die Beautybox, stecken die hier rein. Hm. Oder so. Oh, aber ganz knapp, ganz, ganz knapp. Guck mal. Pam. Wenn wir einfach eine Luftpolsterfolie nehmen, die Tassen da reinpacken. Ja. Und dann nochmal mit Luftpolster. Ja. Ist nicht so umweltfreundlich, aber wir haben ansonsten einen sehr großen Einfluss auf den Umweltschutz. Deswegen ist es heute mal okay. Freust du dich schon wieder auf die Kommentare unter dem Video? Welche denn? Na, eine gute, oder? Also ich finde immer unsere Community sehr gut. Wir haben eine sehr positive Community, die immer nett sind und immer... Ja, die schreiben auch immer was Cleveres. Ne? Also die geben uns auch mal ein bisschen Feedback, wo wir sagen können... Ich habe auch das Gefühl, dass wir wirklich viele Kioskbesitzer haben, die uns zugucken. Ja. Oder welche, die eine Tankstelle haben oder ein Späti oder irgendwas. Halt mal fest. Ja. Das geht ab, das reicht. So, fertig aus. Jetzt wickelst du einfach die Tasse da ein. So. Sieht doch super aus. Das hält doch, oder? Also das ist ja... Na ganz einfach, wir machen mal einen Schütteltest. Oben, unten. Das hält schon aus, oder? Also wir haben ja auch andere Sachen schon verschickt und das kam immer gut an. Also von daher, wir kleben es jetzt zu. Ja, irgendwie hält's. Warte mal, irgendwie... Vielleicht können wir noch irgendwas mit reinmachen. Weiß ich nicht, haben wir irgendein Produkt, was wir noch da reinlegen können? Dann hat derjenige Glück und kriegt noch irgendwas umsonst. Da passt doch perfekt eine Packung Toffifee rein. Warte mal. So. Ein bisschen Freude, so weißt du, das ist ja auch was Besonderes. Macht ja sonst keiner, ne? Oder manche Leute bestellen was? Na, ich meine, wir hätten jetzt auch mehr Plastik da reinpacken können, aber lieber eine Schokolade, worüber man sich freut. Kennst du das, wenn du irgendwie bei Parfümerie irgendwas bestellst, dass immer da irgendwie so eine... drei Proben noch ja, drin genau. sind? Und ich finde es immer so eine schöne Überraschung. Und heute... überraschen wir einen Kunden mit einer lecker gekühlten Toffifee-Packung. Mach's doch mal zu und jetzt nochmal Schütteltest. Ich glaube, das ist die. Ich glaube, ja. was man da noch hört, das ist noch die Beautybox an sich, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann soll sich der Glückliche mal auf jeden Fall über Instagram Stories melden, dann können wir das auf jeden Fall reposten. Oder in den Kommentar reinschreiben. Wir verpacken jetzt unsere beiden Boxen noch dazu noch und dann ja, wird's losgeschickt. Also genau. Ich würde sagen, super, machen wir noch die anderen beiden Boxen. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall noch unser Lager heute aufräumen, weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, das Video sieht noch ein bisschen chaotisch aus und wir müssen ein bisschen Ordnung schaffen. Und wir sind hochmotiviert, das heute zu schaffen, oder? Ja. Also wenn du mich fragst, wir sollten auf jeden Fall so eine Etikettiermaschine besorgen. Was hältst du davon? Ja, das ist praktisch. Dann können wir das so alles pam, pam, pam. Genau. Also ehrlicherweise würde ich mal anfangen, hier die Lebensmittel ein bisschen zu entschlanken. Also meiner Meinung nach kann ja der Durstlöscher hier weg, Wunderwerk kann weg und Dirty kann weg. Die können wir doch alle in den Kühlschrank hauen, oder? Aber der Kühlschrank ist doch voll, oder nicht? Naja, guck mal mit. Bei dem Wunderwerk, da können wir doch alle noch dahinter machen. Und bei dem Durstlöscher, da können wir doch, weißt du, die so ganz nach hinten da einfach so packen. Dann haben wir einfach viel, viel mehr Platz im Regal.
Sieht jetzt nicht so schick aus, aber ich würde sie halt so ganz nach hinten schieben und dann liegen sie da einfach schmalzend gekühlt. So, das Bundaberg. Was ist denn eigentlich Bundaberg? Ich habe es noch nie getrunken. Das ist das beste Bier von allem. Also wenn ich mal einen Tipp raushauen kann, das ist wirklich das beste Getränk, was wir im Kiosk haben. Was kostet das bei uns im Kiosk? Ich glaube 2,50. Ja, es ist ein bisschen kostspielig, gebe ich zu, aber ist ein alkoholfreies Ginger, also Ingwerbier. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also muss jeder mal probiert haben. Die Flasche sieht schick aus. Könnte ich wirklich den ganzen Tag trinken, wenn es nicht so kostspielig wäre. Also hat einen sehr hohen LK-Preis, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, kauft das ja teuer ein. Wirklich viel. Genau. Ich glaube, das kostet 1,50 Euro, 60 im Einkauf alleine, glaube ich. Also selbst im Getränke-Großmarkt ist es teuer. Mhm. Aber es lohnt sich, weil es ist so teuer, weil das aus Australien importiert wird. Ach so. Das ist das Problem. Wie mit Desperados oder mit Corona-Bier, das ist auch so. Die kommen alle aus dem Ausland, ich glaube aus den Niederlanden, und deswegen sind die ein bisschen teurer. Ja, immer nach hinten, ganz wichtig. Ja gut, passt nicht ganz. Ich stelle es mal hier ausnahmsweise hinter die Spezi. Dirty. Aber der Dirty kam echt gut an, ne? Also die Leute haben echt... Ja, und seltsamerweise Candy Shop, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte eher gedacht, dass so die Standardsorten besser ankommen. Aber natürlich, die Kids fahren voll auf diesen Zuckerkrams ab, ne? Das ist wirklich sehr süß, oder? Ja, so wie du. Oh, du bist halt so charmant und sympathisch. Ja, nicht so wie sonst, oder wie? Guck mal, sieht jetzt nicht so super. Ach, guck mal hier, da kann man noch ein bisschen... Ja. Stark, da passt mindestens noch einer rein. Na komm, wir schieben mal den einen noch mal vor. Gut, das ist ja auch dieselbe Charge, eigentlich haben wir jetzt nicht irgendwie ein Problem damit, dem immer... Ja. Drücke ich mal 1, 2 Augen zu. Ja, cool. Guck mal. Sieht ordentlich aus. Ja, das muss auch lecker und appetitlich aussehen. Ein bisschen weiter nach vorne. Ach, Patti, und eine wichtige Sache noch, und zwar, ich habe... hier solche Preisschilder jetzt gekauft. Hast du ja schon gesehen, ne? Ja. Da schicke ich dir mal so eine Druckvorlage für und dann kannst du die hier einfach zack, dann so reinmachen. Dann weiß man auch, was alles was kostet. Sehr gut, hast du dir aber gut mitgedacht, das ist geil. So, sieht doch aufgeräumt aus. Besser, ja. Guck mal, jetzt komprimieren wir das einfach mal ein bisschen. Guck mal, wir räumen jetzt einfach mal ein bisschen mehr hier rein, weil das ist ein größeres Fach als das. Wir können mal das ganze Putzzeug, was wir noch haben, oben mal ins Bad bringen oder in so Vorratskammer. Ja, wir haben aber noch nicht so einen richtigen. Haben wir im Bad irgendeine Möglichkeit, das gut unterzustellen? Pass auf, ich würde mal. Mein Toilettenpapier kommt erstmal hier unten hin, meiner Meinung nach, mit direkt neben das andere. Was ist das? Allzweckreinigung. Nagellackentferner brauchen wir denn noch? Nee, das war ja für unsere Klebereste gewesen. Haben wir überhaupt noch irgendwas, was weggeklebt werden muss, wo die Kleber gelöst werden müssen oder so? Na, eigentlich nicht. Wir haben alle Türen sauber gemacht, alle Fenster. Eigentlich sind wir klebefrei. Bio-Qualität Frosch. Der ist wichtig. Ja, super. Arm. Ist das Handseife? Die kommt da hin. Ja, guck mal, hier, das ist ja auch alles noch von Gunther. Mhm. Und das muss auch noch zugemacht werden. Mhm. Okay. Das Bad hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Gut, dass wir uns das mal angeguckt haben. Und dann sieht es jetzt schon mal ein bisschen besser aus. So. Wenn wir das hier drüber stellen, geht ja einfach nur darum, das zu komprimieren. So, guck mal, jetzt haben wir eine ganze Fläche gewonnen schon. Hey, super! Das ist aber deins, ne? Ja. Wer trägt denn 1 Million? Ich. Das ist wieder in. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das riecht. Und ich kaufe das nur deswegen nicht, weil ja der Ruf schon so schlecht ist. Okay, wie richtig? Du musst auf die Haut auftragen und nicht in die Luft. Guckst du keine Fragrance-Videos? Jeremy Fragrance. Genau, zum Beispiel. Bester Parfüm-YouTuber. Riecht eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich kann verstehen, warum es erfolgreich ist. Das Ding ist, du musst es aber. Das Ding ist, es gibt ein paar Sachen dazu. Also ich pass auf. Das erste ist. Erstmal, wie trägt man ein Parfüm auf? 1, 2, 3, 4. Und hinten auf den Nacken. Egal, wir sind in einem Kiosk. Genau. Genug über Parfüm geredet. Jetzt lass uns mal über. Das hier quatschen. Also ich würde dafür jetzt mal sorgen, dass wir hier Sorten rein... Du darfst aber nicht vergessen, wir brauchen noch Platz für die benachrichtigten Pakete, die wir bekommen. Genau, deswegen, ich würde ja gerne die leeren Sachen, also ich würde ja gerne die Kartons, die wir verkaufen und die wir benutzen, einfach alle hier oben hinpacken, um ehrlich zu sein. Mhm. Das ist sowas, komm, genau. Da hole ich mal eine Leiter oder geh da mal ran oder so. Die Pakete für die Kunden, da müssen wir ja schnell ran. So, machen das mal ganz an die Seite. So, das sind jetzt die ganz großen. Das sind die Beautyboxen. Die sind klein. Weil das die kleinsten sind, machen wir die mal ganz auf die Seite. Und die mittleren hauen wir mal hier hin. Jawohl, das dauert jetzt wahrscheinlich noch eine Weile, dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt noch ein bisschen. Und dann gucken wir gleich mal, wie es aussieht, ja? Gute Idee. Jo. So, sieht doch schon mal viel netter aus als vorher, oder? Wir haben viel mehr Fläche jetzt wieder und alles ist ja ordentlich aus. Ja, also diese Ecke zumindest. Genau. Das müssen wir auch noch machen. Das kommt noch und das ist noch alles
ja, Ware, die wir auch nirgendwo alles unterbringen können jetzt hier. Und wir müssen, wir haben halt wirklich begrenzten Platz. Ne? Nächste Woche werden ja die Theken aufgebaut, da müssen wir nochmal einen richtigen Frühjahrsputz machen. Da kommen dann auch so solche Kartons hier weg und alles. Ja, ich denke mal, das war's, oder? Wir haben eigentlich alles gemacht heute, alles geschafft. Genau, nächste Woche wird auf jeden Fall gebaut. Und ich denke mal, als allererstes schlachten wir das auf Instagram aus. Also unbedingt auf Instagram folgen, @derkiosk.original. Genau, wenn euch heute das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Links und rechts kommt ihr noch zu anderen Videos von uns. Und dann sehen wir uns schon hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt, der Laden endlich final umgebaut. Bis dann, tschüss. Tschüss.